So, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Silent Hill. Ja, kurze Info, falls ihr jetzt dieses Video zuerst sehen solltet. Ich habe vor kurzem ein 3-Stunden Silent Hill Halloween Special hochgeladen. Ja, das solltet ihr euch vorher anschauen, weil ich bin jetzt hier mitten in der Grundschule, in der Silent Hill Grundschule. Da ist schon ein bisschen was vorher passiert, ne? Also, wir sind jetzt ja gerade aus dem Clock Tower ausgetreten und scheinbar ist jetzt hier alles ganz, ganz schlimm und abgefuckt. Ich muss mal ein bisschen lauter machen, obwohl ich es eigentlich nicht möchte bei dieser metallischen Musik schon wieder. Ja, genau, und das solltet ihr euch vorher angucken, damit ihr den Zusammenhang auch versteht und wisst, worum es hier geht, ja. Ja, ansonsten, ich werde das jetzt wieder, ich werde das jetzt weiterspielen natürlich, ne? Also ich meine, ich werde auch wissen, wie es weitergeht. Es macht ja auch Spaß, auch wenn ich mir bei dem letzten Special fast in die Hose geschissen hätte, ja. Ja, aber ich möchte natürlich auch sehen, wie es weitergeht und wie es ausgeht. Und ich werde das jetzt wieder in den typischen, ja, 20 bis 30 Minuten Parts rausbringen. Gut, und ich würde sagen, genug geredet. Wir packen mal die Karte weg. Wenn es mal funktionieren würde. So, jetzt. Lalalala. Sieht schon alles sehr einladend aus hier. Naja, ne? Wer hat da nicht wieder Lust, zur Schule zu gehen? So wie das jetzt hier aussieht. Ach du Scheiße! Okay. Ja. Natürlich kommen da gleich zwei auf mich zu. Warum auch nicht? Ja, ich muss da lang wahrscheinlich. Also, ich muss ja rein, das heißt. Ich meine, ich kann ja langsam mal wirklich wieder was Helfmäßiges zu mir nehmen. Halt nicht so viel, das ist halt das Problem, oder? Ja, komm, scheiß drauf. Ich nehm's jetzt einfach. Es ist. Es geht nicht anders. So, es geht nicht anders. Jetzt gehen wir da rein. Und wir rennen augenblicklich, laufen wir weiter. Egal, 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 egal. Wir könnten uns ja mal umdrehen. Vielleicht können wir die trotzdem killen. Okay, machen wir es nochmal. Also wie gesagt, ich nutze jetzt hier auch Safe States. Ja. Also, sonst komme ich ja echt nicht weit, glaube ich. Also. Ich laufe einfach weiter. Natürlich ist es locked, natürlich. Ach, komm, jetzt hier. So, sterben! Warum lutschen die denn immer an mir rum? Das kann doch nicht sein. Ich krieg's nicht hin. Also, ich krieg einfach. Wisst ihr was? Ich versuche jetzt mal was. Ich will einfach nur mal gucken, ob potenziell das Messer besser ist. Das Messer. Ich kann's mir fast gar nicht vorstellen, aber. Ich komme ja faktisch gar nicht wirklich voran. So, ich will die erstmal killen jetzt hier. Das ist halt so. Ja, toll. Das ist ja noch schlechter. Also, komm, egal. Die Lauten brauchen wir nicht, sieht noch gut aus. So, dann machen wir es halt auf die Art und Weise, wenn es nicht anders geht. Ich will zwar nicht meine Munition verschwenden, aber ich weiß mir anders jetzt nicht zu helfen. Ich muss ja erstmal abschießen, sonst wird das nichts hier. Warum? Schieß doch auf den... Das bringt nichts. Der schießt aus welchen Gründen auch immer auf die weiter entfernte Figur. Da laufen wir jetzt einfach hier weiter. So. Machen wir es halt so. Dann scheißen wir jetzt drauf und werden die jetzt mal nicht umbringen. Ah ja. Sieht man an. Was haben wir denn hier? Handgun Bullets. Haben wir sie aufgenommen? Ja, sehr schön. Ach, sieht ja sehr einladend aus, ne? Schön. Wo sind wir hier gelandet? Alter Falter. Eieiei. Naja, wisst ihr Bescheid, ne? Wenn ihr die Sirene hört, dann ist ja eigentlich Schluss hier, ne? First Aid Kit. Hm. Ja, immerhin bringt mir das mal was hier. So, also ein bisschen orientieren. Also ich muss ja rausrennen und jetzt gleich nach... Ja, ich kann halt links und rechts mal gucken, ob da irgendwas potenziell ist.
da rein. So, ist hier was? Jetzt auch alles ruhig, aber... Oh Gott! Ja, da hängt einfach mal eine kopflose Puppe. Das ist ja sehr einladend. Hm, schön. Was ist das hier? Weiß ich nicht, das Spielzimmer des Teufels oder was? Ah, das Ding kann ich doch bestimmt nehmen. Ein Gummiball. Na, warum nicht? Du wirst schon deine Gründe haben, warum du das unbedingt mitnehmen möchtest, ne? Also... Ich will mir jetzt trotzdem nochmal die Halle angucken. Ich komme da nicht vorbei, ich muss... Ja, komm, ist gut. Ja, töte es. Und drauf da. Er stirbt noch. Langsam musst du doch mal aufgeben. Ein bisschen zurück. Und drauf. Der ist schon tot, der lebt aber noch. So, jetzt haben wir es aber erledigt. Oh, Jesus Christus. Das Spiel macht mich fertig. Sehr einladend. Also ich glaube, diese Schule bräuchte echt mal eine kleine Renovierung hier. Wie soll ich die jetzt töten? Okay, das wird ja gar nichts hier. Na ja, gut, da kann ich aber nicht. Ja, da muss ich mit der Pistole ran. Wie soll ich es denn jetzt sonst machen, ne? Okay, dann machen wir es halt so. Aber irgendwas wird da schon drin sein. Also ich muss wahrscheinlich jetzt nochmal die komplette Schule erkunden. Ja, aber... So, ist es tot? Ist es gestorben? Aber komm da. Es lebt noch. Komm, erlöse es doch. Das ist ja... Guck, da ein Wurm raus aus der Kakerlake. Die Musik ist aber bezaubernd hier. Ist ja nicht schön. Die Symphonie aus der Hölle. Gibt's hier noch irgendwas? Ich meine, ich will sie mir wenigstens mal angucken, die Halle. Nee. Ist einfach nur ein leerer Raum, wo irgendwelche blutigen, rostigen Ketten von der Decke hängen. Scheiße. Kann ich jetzt hier wenigstens die Tür öffnen? Gut. Das ist unlocked. Ich bin wahrscheinlich schon noch fast tot, ja. Sehr ungünstig. Ich versuche, wie gesagt, mein Leben wieder ein bisschen, was sag ich mal, das Nutzen von irgendwelchen Medikits etwas zurückzuhalten. Ah, wir speichern immer mal so zwischendurch. Ganz ruhig hier. Klassenraum. Wollen wir mal in den Klassenraum schauen. Ist doch bestimmt sehr einladend, oder? Öffnen wir gleich wieder irgendwelche Viecher. Oder? Nee, diesmal nicht. Wollen wir mal den blutigen Spind öffnen? Das ist doch bestimmt eine gute Idee, oder? Können wir das überhaupt? Okay, er möchte den blutigen Spind nicht öffnen. Oder er öffnet sich von alleine. Kann sein, dass ich irgendwie, angesprungen werde oder so. Na, was liegt denn da auf dem Tisch? Oh Gottes Willen, ey. Eine Stempelkarte oder was ist das? Picture Card. Picture Card, also eine Bildkarte von einem Schlüssel. Und dann haben wir diese drei Quadrate auf der Rückseite. Oder Vierecke. Ja, schön. Das ist ja eine sehr volle Klasse gewesen hier, ne? Also, scheinbar hat man sich dann auch eher mit Romy oder sowas begnügt. Ja, was soll man wahrscheinlich anders machen in dieser Albtraumwelt, ja? Ey, das sind, ganz ehrlich, das sind so viele Gegner, also... Ich renne jetzt hier durch und guck, ob hier was ist. Geht weg. Und raus. Ich glaube, da war zumindest nicht. Da ist. Da liegt was. In den Klassenraum waren nur Gegner. Aber hier sehe ich zumindest ein
paar Pillen. Also sind die Flure auch nochmal abgeschlossen oder was, ne? Jetzt haben wir hier noch so ein. Auch noch so ein Gitter und dann in der Mitte. Das ist natürlich ungünstig. Lass mich raten, wenn eine gestrichelte Linie da hinten ist, heißt das wahrscheinlich zugeschlossen. Aus der Schule raus komme ich auch nicht mehr, haben wir ja gerade gesehen. Da oben. Das X markiert die Stelle, in dem Sinne, die Stelle, wo ich nicht einfach raustreten kann. Es ist verschlossen. Welch ein Wunder. Okay. Na komm her, ich bin gewappnet. Wenn du nur einer bist, ist okay. Und nochmal. Yes, Baby, genau. Und nochmal. Ja. Und nochmal. Bloß den zu Boden kloppen und jetzt schnell, 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 schnell. Nummer 1. So, hinfort hier, schön in die Rippe kicken. Du auch noch. Oh, jetzt kommen gleich wieder diese kleinen komischen Geisterbabys, wo ich immer so einen Herzinfarkt bekomme. La 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 la. Einfach weiterlaufen. Ignorieren. So, bin ich ja. Oh, wow. Ja, ey, wie gesagt, ich würde das ohne Safe States wahrscheinlich gar nicht schaffen. Man guckt sich das mal an hier. Ja, ist ja die Idee, dass sie wirklich weit verteilt sind, aber. Also auch mit den. Ja, mit den wenigen Dings, die ich habe hier. Mit den. Viel, viel zu geringen Medikits, die ich habe. Jetzt kriege ich ja wenigstens ab und zu mal welche, aber. Wäre auch noch was. Sehr schön. Das brauche ich auch. Wollen wir uns mal schlafen legen? Das sieht doch alles sehr bequem aus. Ich meine, jetzt mittlerweile könnten wir mal wieder einen Drink, also so einen Health-Drink nehmen. Ja, komm. Ja, damit wir wenigstens einigermaßen stabil sind, damit es jetzt irgendwie weitergeht, ja. Erschrecklich, jetzt kriege ich ja wieder einen Herzinfarkt. Ich sehe schon kommen, ja. Dieses Rummelquieke da stattfindet. So, jetzt unlocked. La 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 la. Quiekt mich nicht von der Seite an. Oh ja, klar, kommt da eins von hinten. Ja. Na, kommt her. Ja, komm, stopp! So. Wo ist das andere Vieh? War noch zwei, oder nicht? Na, da bist du ja. Na klar, schafft er das trotzdem ja eh. Jetzt bleib am Boden. Ja, komm. Bloß nicht aufstehen, danke. Ist das da ein Health-Drink? Kann ich den nehmen? Die Musik ist auch schön, ne? Klingt, als ob irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein wahnsinniges Kind auf irgendwelchen Metallrohren rumballert, ja. Ist doch schön einladend, oder? Und hier irgendwas auf dem. Eine Ampulle! Wo haben wir denn die Ampulle? Ja, wahrscheinlich, um aus dieser Albtraumwelt wieder rauszukommen. Ich wollte mal gucken, was wir. Ampulle, Ampulle, Ampulle. Wo haben wir sie? Release pain to recover stamina to high. Aha, ich kann also mein Ausdauervermögen irgendwie verbessern. Ja, relief pain. Und so Schmerzen. Ja. Schmerzen reduzieren, was auch immer das bedeuten mag jetzt in Bezug auf unsere. Ih, da hängt was. Das ist aber neu, oder? War das vorher schon da? Ja. Welch ein Wunder, wir kommen natürlich nicht raus. Ne? So, das heißt, wir müssen jetzt. Ja, laufen wir doch einfach mal zur Rezeption. Was soll schon passieren? Ah. Ah ne, uah, eh. Der wackelt immer so mit den Hüften, ne? Muss auch was sagen. Also irgendwie kommt die immer so richtig. Ja. So richtig fesch angelaufen hier, ne? So richtig fresh hier, so ein bisschen mit den Hüften wackeln.
So eklig, ey. Die bewegen sich immer noch ein bisschen, bis sie dann wirklich mal den Geist aufgeben, ne? Jetzt ist es gestorben. Immerhin. Gehen wir doch mal durch die gefährlich wirkende Tür. Aber, ja, interessant, ne? Also, das war auch nämlich vorhin das Porträt. Ihr erinnert euch noch, wo es hieß, naja, hier von wegen, da komme ich nicht durch. Das ist einfach nur ein sehr geschmackloses Porträt von einer Tür. Jetzt ist das tatsächlich eine Tür. So. Ja, nicht so schwer atmen, ist ja irgendwas auf dem Boden. Ich will nicht immer die ganzen Kannen und was da auf dem Boden liegt, die ganzen Dosen aufnehmen, aber. Boah, jetzt machen wir durch, ne? Wenn es geht. Was ist das? Eine Tür. Und wir müssen. Ich glaube, wir müssen. Okay, ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen diese Schlüsselkarten finden, weil, wenn ihr euch erinnert, gerade eben hatten wir auf der einen Bilderkarte mit dem Schlüssel. Ja, da hatten wir auch genau diese drei quadratisch, oder jetzt nenne ich quadratisch, aber viereckigen Symbole drauf. Also, wenn das eine Tür sein soll, da hat er gerade, ist das eine Tür? Wenn das eine Tür sein soll, fehlt hier aber das Schlüsselloch. Oder irgendwie der Knauf, ne? Der Türknauf. Wenn ich es drücke, bewegt es sich ein bisschen, aber es öffnet sich definitiv nicht. Was ist das? Ja, in der Mitte der Tür ist ein horizontaler Schlitz. Wofür das denn? Könnt ihr ja gleich mal probieren. Vielleicht reicht es ja aus, wenn wir einfach den. Und das ist gleich hier reinstecken. Ah, ich habe die Schlüsselkarte einfach mal reingesteckt. Das hat ausgereicht, oder was, ne? Ach, hat ausgereicht, schön. Und bin ich jetzt rausgekommen? Aha, okay. Also das musste ich machen, damit ich jetzt hier weitergekommen, damit ich hier weiterkomme. Ha? Ich gehe mal davon aus, dass die Tür, wenn ich jetzt mal ein bisschen nach vorne laufe. Die Tür ist jetzt unlocked, auch von der anderen Seite war sie nicht unlocked, okay. Ich verstehe, so. Dann wollen wir nochmal auf dem Klo schauen, ob da was ist. Das lädt so lange. Ach, nur ein blutiges Waschbecken. Ach, meine Güte, ist das ein Land hier. Ich kann mich tatsächlich erinnern, in dem Film Silent Hill 1, da gab es auch so eine. Ich sag jetzt mal, so eine sehr, sehr ähnliche Badezimmer- oder sag ich mal, Schultoilettenszene. Da sah das ja auch alles so aus, mehr oder weniger, und dann kam dieser komische, mit Stacheldraht eingewickelte Janitor heraus. Aber hier ist nichts drin, oder? Also. Die Musik macht den auch so ein bisschen wahnsinnig, ne? Es hat immer so einen gewissen drückenden Effekt. Ich kann das gar nicht beschreiben, ne? Scheiße, jetzt kommt was. Ich habe schon so ein Rumkriegen. Sind das diese komischen Kinder da oder was? Auf der anderen Seite. Hallo, na? Kommst du nicht vorbei? Das tut mir leid. Nee, eigentlich nicht. Lass mich bloß in Ruhe. Hier liegt auch ein bisschen was rum, ne? Ein paar Patronen. Handgun Bullets. Oh, warum liegt denn hier so viel rum, sag mal? Soll ich mich etwa rüsten, oder was? Shotgun Shells. Also eine Schrotflinte gibt's ja auch irgendwo. Was ist denn hier los? Kann ich da irgendwie reingehen? Weil da hängen doch solche komischen Körper rum, oder? Kann damit nicht interagieren. Ja, wie soll das weitergehen? Was? Wie bin ich jetzt nach oben gekommen? Was? Habe ich mich durch die Mädchentoilette nach oben gebeamt oder was? Oder? Hier komme ich ja nicht durch.
Okay, alles sehr verwirrend hier. Muss ich jetzt wieder hier durch oder was? Dann komme ich wieder runter. Ja, deswegen dauert das so lange, weil ich mich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nach unten teleportiere, oder? Ist ja verrückt. Oh Gott. Ist ja alles komplett durcheinander. Okay. Die Toilette, Alter. Will ich das dann wirklich öffnen? Ich muss. Spring mich nicht an. Ich nehme das mal, ne? Schrotflinte, willst du den nehmen? Ja. Na, ein aufgehängter Körper. Das ist schon ziemlich krank. Kann ich irgendwas lesen? Leonard Ryan. Das Monster lauert. Das Monster lauert. Was soll denn das bedeuten? Will ich's wissen? Nein, ich will's nicht wissen. Ich meine, schön, dass ich jetzt eine Schrotflinte habe. Zumindest bin ich jetzt ein bisschen besser dran hier. An der Wand eigentlich? Sind das irgendwelche betenden Menschen oder ist das irgendwie eine Gebärmutter? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall, Schrotflinte, haben wir noch was Neues gefunden und ich glaube, das ist erstmal ein guter Punkt hier, die Folge zu beenden. Bis zur nächsten Folge. Ciao.